Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable. So, heute mal im tiefsten Nebel. Wir haben es jetzt gerade 5 Uhr oder ein bisschen danach. Sieht schon echt cool aus. Der Himmel ist noch so ein bisschen Nacht. Also es hat schon echt was. Ich muss nämlich ein bisschen vorproduzieren, weil ich dieses Wochenende bei meinen Eltern bin. Ich muss auf den kleinen süßen Hundi aufpassen. So, wir machen jetzt heute bei Felicity den Quizspaziergang. Mal gucken, wie das hier so ist mit den Fragen, ob das auch so leicht ist. Hallo Aria, alles gut bei dir? Liege ich richtig in der Annahme, dass du am Quizspaziergang teilnehmen möchtest? Um Star Stables Geburtstag zu feiern, haben sich viele von uns zusammengetan und einen speziellen Quizspaziergang auf der Insel organisiert. Yay! Wenn du an den Quizspaziergang teilnimmst, hast du die Chance auf viele tolle Preise. Los geht's! Du willst also am Quizspaziergang teilnehmen. Super, viel Glück! Yes! Okay. Ich frage mich, was da hinten ist. Das schauen wir uns auch gleich nochmal an. So, wir müssen einmal raus, okay? Okay, machen wir das doch. Ah, warte, hier beim Championatsplatz dann in der Nähe war. Oder direkt drauf. Nee. Okay. Erste Frage. Wir sind bereit. Welche der folgenden Firmen findet man auf Jorvik? GED natürlich. Diese blöden. So. Weiter runter. Irgendwo an einem Weg. Nee, hier weiter, okay. Das finden wir schon. Da. Da glitzert's. Okay. Next. Wie lange ist ein Pferd trächtig? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das muss ich eben nachschauen. Das weiß ich nicht. Ich glaube auf jeden Fall länger als wir. Ich muss einen neuen Tab aufmachen. Ja. Wie lange ist ein Pferd trächtig? Da. 11 Monate. Okay. Doch ein bisschen länger als wir Menschen. Okay. Kurz orientieren, kurz orientieren. Und da. Da lang, okay. Da ist das nächste. Yay! Ich denke mal, ich werde das wirklich so versuchen, dass ich das google, wenn ich es nicht weiß. Wem gehört der Morlandstall? Der Familie Morland. Ja, der Baroness. Der Baroness gehört alles. Der gehört ganz Jorvik. So. Wo befindet sich Jaspers Kürbisfarm? Golden Hills. Und nächste. Wie heißt das Gärtnerpaar, welches direkt außerhalb des Weinguts lebt? Björn und Agneta. James und Alex. Das ist doch kein Paar. Star Stable, also wirklich. Wie lautet der richtige Name? Satteldecke oder Decke? Nichts von beiden. Der eigentliche Name ist Satteldeckchen. Okay. Satteldecke. Würde ich jetzt mal sagen. Wie hoch darf ein Pony bei Wettbewerben maximal sein? Ah, entweder 1,55 oder 1,48. Ich glaube 1,48, aber ich google das.
Pony. Wettbewerb. Maße. Gucken. Okay. 1,48. Okay. Okidoki. Wir sind fertig. Mal gucken, ob wir komplett überall richtig lagen. Ich denke mal. Ups. Ich glaube schon. Ja, ich war mir nicht ganz sicher bei den 1,48. Aber ich hab's mir gedacht. Aber ich wollte jetzt sicher gehen. Damit wir auch die Belohnung bekommen. Damit ich euch auch zeigen kann, was die richtigen Antworten sind. So. Glaubst du, dass es gut lief? Ja. Lass uns mal sehen. Gut gemacht. Hier ist deine Belohnung. Yes. Oh, cool. Oh, die passen richtig gut zu den... zu den Blümchen hier. Die sind voll süß. Die sind voll süß. So, wir schauen jetzt noch eben, was hier hinten los ist. Mit dieser Torte. Ah, ein Shop. Ein Shop? Okay. Dann würde ich mal sagen, machen wir in Golden Hills weiter, oder? Sonst ist er jetzt, glaube ich... gerade nichts mehr. Geburtstagsrennen. Miete für den Pferdemarkt. Ja, ist nur noch der hier. Oder wir machen erstmal nur das Geburtstagsrennen. Welches ist das denn? Muss ich nochmal nachschauen. Achso, in Pamela kann man auch noch was machen, okay. In Pamela. Oh Gott. Moorland. Okay, dann würde ich mal sagen, machen wir noch mal kurz das Geburtstagsrennen. Und dann machen wir in der nächsten Folge in Golden Hills weiter. Müssen uns das ja ein bisschen aufteilen. So, bei wem kriegen wir die denn? Ich denke mal bei Loretta. Mal gucken. Herzlichen Glückwunsch, Aria. Hip, hip und hurra. Wenn du bei diesem Rennen ins Ziel kommst, wird Big Bell ein tolles Geschenk bekommen. Er wird was ganz Besonderes erhalten. Viel Glück. Erfolg. Okay. Ja, das von Loretta. Okay. Mal gucken, wie weit Big Bell dann ist. Ich bin gespannt. Also so mit Nebel ist das schon echt cool. Ich hoffe, dass die Aufnahme dazu jetzt nicht zu hell oder so irgendwie so komisch ist. Muss ich gleich mal gucken. Wenn nicht, muss ich ein bisschen korrigieren. Schön. Ich habe das Geburtstagsrennen gestern verpasst. Da ärgere ich mich tierisch drüber. Ich habe das bei Steve verpasst. 1500 XP einfach mal fett flöten gegangen. Shit. Das ist nicht cool. Das ist ganz und gar nicht cool. Boing. Aber ich werde am Wochenende, glaube ich, richtig schön lang in Star Stable sein. Also am Wochenende jetzt habt ihr richtig gute Chancen, mich mal in Star Stable zu treffen. Da habt ihr, glaube ich, richtig gute Chancen. Hurra! Schau nur, wie fantastisch Big Bell aussieht. Tschüss! Tschüss! Yay!
fast Level 15. Yippie. So, aber das nächste Rennen mache ich damit nicht. Weil mir dann ein paar XP, glaube ich, flöten gehen. Machen wir das Bild denn mal? Irgendwo, wo viele Luftballons sind. Luftballons, sind hier draußen welche? Warum sind hier draußen keine? Na gut. Machen wir das vor der Stalltafel. So. Okay. Gut. Dann würde ich mal sagen, war es das auch wieder für diese Folge. Nächste Folge geht es dann zu Emma in den Goldblattwald. Gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wäre echt lieb, wenn ihr mal einen Daumen nach oben da lassen könntet. Das ist ein ganz schnelles Feedback für mich. Okay. Dann bis zu einer nächsten Folge. Tschüss!